Hallöchen, und da bin ich wieder. Bin wieder zurück von meiner Erledigung. Für mich sind jetzt ein paar Stunden vergangen, für euch ein Tag. Wieso schneit's hier drinne? So. Bin hingefallen. Ich will von dir lernen. Gut. Was soll ich dir beibringen? Alles. Erhöhte Wirkung, die du aus Nahrung gewinnst. Mhm. Okay. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir an den Code ran für den drüben liegenden Tresor? Vielleicht finde ich mal irgendwo Hinweise. Tag 34. Maximale Dosierung. Reines Elex. Wurde verabreicht. Subjekt zeigt keine weiteren Wesensveränderungen. Tag 37. Die Zufuhr von reinem Elex wird komplett heruntergefahren. Subjekt wird dadurch auf den ersten Kontakt mit dem neuartigen Elex vorbereitet. Später wieder. Ich habe jetzt keine Zeit. Subjekt 32, Tag 8. Elex-Zufuhr wurde eingestellt. Subjekt 32 weist einen dauerhaft nervösen Zustand auf und beginnt damit, sich selbst zu verletzen. Tag 9. Alle 10 Stunden werden wieder geringe Mengen dunkles Elex injiziert, um es ruhig zu halten. Keine oder eine zu hohe Dosierung könnte zu unkontrollierten Angriffen und Selbstzerstörung führen. Tag 11. Durch die Verabreichung einer zu hohen Dosis geriet das Subjekt außer Kontrolle. Es griff eine unserer Assistenten an. Fixierung unmöglich. Subjekt musste liquidiert werden. Okay. Problem ist, wie kriege ich den Code hierfür raus? Thank you.
nix. Nirgendwo. Ich gucke jetzt gerade die ganzen. Entschuldigung. Ich gucke gerade die ganzen Wände ab, aber ich sehe rein gar nichts. Das war nichts. Das war nichts. Dieses Mal lasse ich es dir noch durchgehen. Was? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Warum kommst du denn rein und sagst, dieses Mal lässt du es mir doch noch durchgehen und dann haust du wieder ab? Zu einfach. Hab ich aber Schwein gehabt. Auf der Karte wird es auch überhaupt nicht angezeigt, ne? Da haben wir bis jetzt 3 von 5. Rekrutierung von Probanden. Verabreichung von dunklem Elex. An Alps wurde eingestellt. Ressourcenverlust unverhältnismäßig hoch. Menschliche Probanden sind für die nächste Testreihe zu bevorzugen. Entsendung von Agenten. Skibor wird empfohlen. Anwerbung. Potenzielle Testobjekte. Hinweis. Gruppierung der Kraterstadt weist emotionale Schwachstellen auf. Gier, Umstand ausnutzen und Anwerberzahl erhöhen. Memo an mich selbst. Hier drin ist auch nichts. Vielleicht finde ich hier irgendwo in den Häusern noch was. Ich habe schon weiter gedacht, ich habe mich festgebackt. Aufzeichnung, Testbericht. Organtransplantation. Spender, Kreatur der Fremden. Geschlecht nicht definierbar. Beobachtungen unerwartet. Nach Entnahme der Organe überlebte der Spender 5 Minuten länger als erwartet. Empfänger, Subjekt 487. Mensch, weiblich. Nochmal. Empfänger, Subjekt 487. Mensch,
weibliche Organe des Fremden wurden umgehend implantiert. Es verschmolz direkt mit dem neuen Körper. Weitere Ergebnisse zur Transplantation lassen auf sich warten. Ich denke mal, von irgendeinem dieser Wissenschaftler finde ich hier den Code. In der Bude. Das Problem ist jetzt, hier ist die Schule. Oder? Ne, die Schule ist noch eins weiter. Oder? Ne, hier war die Schule. Was soll dein Verhalten? Geh aufrecht. Kann ich nicht, ich habe Rückenschaden. Ich frage mich, ob ich einfach von dir was stehlen kann. Ich speichere mal lieber. Okay, hier steht schon mal keine Zahl drin. Monatliche Auswertung. Die Kinder verhalten sich den Erwartungen entsprechend. Beunruhigend sind hingegen die Unstetigkeiten der Lernbereitschaft und emotionale Schwankungen. Ablenkungen durch Belanglosigkeiten führen immer wieder zu Unterbrechungen des aktuellen Unterrichts. Bei ca. 90% werden durch die Rekapitulation der Theorie im Verbund mit Übungen im Bereich der emotionalen Kontrolle signifikante Steigerungen der Konzentrationsfähigkeit erzielt. Markar weist als einziges Mitglied der Gruppe starke Abweichungen der Norm auf. Zwischenfragen, emotionale Verwirrtheit und kindliche Erwartungshaltung stehen in starkem Kontrast zu seinen Mitschülern. Auch ist neben seiner Psyche auch die Physis instabil. Die Außentemperatur scheint einen Einfluss auf seinen Biorhythmus zu haben. Um keine weiteren Ausfälle seiner Anwesenheit zu provozieren, wurde ihm das Tragen eines Kopfwärmers befohlen. Okay. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Ist das der einzige mit so einer Hut? Mit einer Mütze. Kannst du lesen, Kopfwärmer? Ja doch. Mason, die Zahlen. Warte mal. Es wurden doch immer Zahlen dort oben angezeigt, weiter beim Unterricht. Verdächtig. Das war wohl nichts. Das ist richtig cool.
Wer kann mir Hacken beibringen? Bring mir etwas bei. Natürlich. Was soll es sein? Okay. Das war mir jetzt erstmal sehr, sehr wichtig. Naja, ich weiß. Schleichst du etwa? Schön, hast du mich gesehen. Alles klar. Und erstmal ab durch die nächste Bude geflogen. Okay, hier ist nichts. In dem hinteren Teil war ich noch nicht drin. Oder? Doch. Meine große Hoffnung war wirklich in dem Wissenschaftskomplex, dass ich da noch irgendwo einen Zettel finde. Mit dem Code drauf. Also, Code. Achso, dort oben drauf muss ich auch noch auf den Turm. Na, die habe ich jetzt da. Und wird hier nochmal reingeglotzt. Hat sich ja gelohnt, hier hochzukommen. Ja, da drüben wir schon mal hin. Subjekt 42 weigert sich weiterhin mit uns zu kooperieren. Die Aufnahme der Medikamente erfolgt ab sofort über die Nahrung. Daher werden die Substanzen vor der Verabreichung in die Lebensmittel gespritzt. Die Durchführung der Versuchsreihe ist damit gewährleistet. Es wurden Auffälligkeiten in der Gestik und Mimik des Subjektes beobachtet. Starkes Schwitzen und zitternde Hände sind ebenfalls wahrzunehmen. Das Subjekt spricht kaum noch. Falls eine Unterhaltung zustande kommt, ist es schwer zu verstehen.
Zusätzlich wurde festgestellt, dass es halluziniert. Nächste Phase wird eingeleitet. Die zu verabreichenden Medikamente werden erneut um das Doppelte erhöht. Alter, mit was für MATÜ haben sie denn das Zeug reingepumpt, ey? Du bist vom Weg abgekommen. Zeig mir deine Waren. Jawohl. Oh. Wenigstens hat er ein bisschen was. Lasergewehr und Blaster, alles klar. Und tschüss. Treibstofftank, da musste sein. Alleine, dass ich das machen kann. Oh! Okay, das war witzig. Frag mich eigentlich, ob der auch mal ins Bett geht irgendwann. Komm später wieder. Ich bin echt komplett verwirrt, ne? Mit dieser Quest. Ich bin komplett verwirrt. Ach ja. Alter, der Schild macht 100% Schadensreduzierung. Den ich schon gefunden habe, der hier. Den hast du ja komplett verkauft. Trotzdem, wenn. Auch wenn der eine Tresor. Der eine. Ein richtiger Tresor ist. Da fehlt ja trotzdem noch ein Tresor. Gut, etwa nicht. Ich observiere dich. Wir haben nichts mehr zu bereden. Okay.
Okay, dann habe ich ja alle. Da will ich ja wenigstens jetzt alle Standorte. Aber kann ich jetzt den da hinten hacken? Oder brauche ich wirklich ein Passwort? Das ist jetzt meine Frage. Weißt du etwa? Ne, für den brauche ich wirklich ein Passwort. Ich weiß aber nicht, wo ich das Passwort herbekomme. Ich habe schon so viele Sachen gefunden, aber wenig, was irgendwas mit Passwörtern zu tun hat. Probieren wir mal den Code aus. Aber das war doch wo ganz anders. 5978. Ich kann es zwar versuchen, aber ich glaub's nicht.